Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind beim weiteren netten kleinen feinen Indie-Titel und zwar Saito. Oh, das spricht sich auch so aus. Und es geht um Zellen. Werdet ihr das sehen? Das ist so ein Puzzle-Game. Ganz putzig. Der Soundtrack ist besonders gut. Da steht irgendwie, ne? Muss man eigentlich nutzen mit Earphones, aber wir machen es jetzt einfach mal so. So, komm, starte mal. So, Welt 1 haben wir. Das ist eigentlich sozusagen das Tutorial. Das ist er. Wir wissen, wo er ist. Und wer er ist. Da seht ihr, darum geht's. Das ist die bewegte Zelle. Du schnippst die sozusagen an. Und löst dann das Ding. So. Schön. Also man sieht es, man kriegt das auch mit so einem Schweif angezeigt. So, aber Level 2. Hier war ich noch nicht. Saitos to connect us. Okay. Oh, was kann man tun? Wenn er mir sagt, das soll ich tun. Okay. Ach, ich kann das einfach auch einsammeln. Ah. Auf die Konnektoren muss ich achten, das sind dann nämlich kaum. Oh, bis jetzt geht das ja noch so. Da sind. Ich kann mich an nichts erinnern. Das geht mir auch so, aber. So, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, was wir hier. So, und dann. Was ist das? Machen wir das denn denn voll? Ja, das ist ja mal eine geile Frage. Also kannst du von hin und her gehen. Oh, was ich jetzt so mache? Oh, wirklich ideal war das nicht. Komm, das machen wir nochmal. Machen wir nochmal ein Replay. Okay. Achso, dann bleibt die Spur auch so haften. Na? Ja, da ganz nach unten. Das ist ein bisschen fehlerisch, kann das sein? Ja, genau. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die perfekteste Lösung, aber egal. Damit abgerundet. So. Click to disconnect. Was sind diese leuchtenden Objekte? Ich weiß es nicht. Ach! Dann fällt er einfach direkt runter. Ah. Okay, also das ist alles noch Tutorial. Wow. Dies sind meine Erinnerungen? Ah, das sind nicht irgendwelche Gegenstände, sondern das sind die Erinnerungen. Okay, und desto mehr Erinnerungen wahrscheinlich man hat. So, dann kann ich ja hoch. Oder sollte ich hoch? Oder auch nicht. Das sieht nicht gut aus. Achso, ich sollte immer. Genau, dann ist der Level beendet, aber das ist nicht gut. Ich will, wenn, dann will ich das auch schon abräumen. Ja, ist klar, hab ich verstanden. So, wenn ich dich jetzt loslasse, dann startest du hier. So, kann er das abräumen. Ah, genau, dann den abräumen.
fallen lassen. Dahin, genau. Den mitnehmen. Level beenden. Schön. Ich hab's begriffen. Schön. So, was willst du jetzt von mir? Okay, das ist auch eine geile Kombo. Also zwei Zellen benutzen. Und so eine Art Katapult bauen. Auch geil. Finde ich schön. So, klar. Hier habe ich mein Gedächtnis verloren. So. So. Den kann ich hier. Das war's nicht. So. Kann ich doch hier rüber, ne? Ja. Genau. So nicht. So geht's. So. Tüdel. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. So, da kommen wir rüber. Noch anderes ist. Kein Thema. Ah, wahrscheinlich so. Ja. Okay. Wenn wir einen Katapult bauen sollen, dann bauen wir auch einfach mal einen Katapult. Da sind wir jetzt ganz kreativ. Schön! You unlocked a new fragment of a story. Wow, was haben wir da Schönes? People from nowhere will go closer. Was ist das? Ich weiß es nicht. Was machen wir hier Schönes? So. Geht's da um? Oder auch nicht. Da kannst du ja nicht mehr beenden. Toll. Jetzt brauchen wir es nicht so weit. Ach nee, schon da müssen wir hin. Da können wir Level beenden, ne? Eine Heul-Animation auch schön. Ja, also gut, wir müssen da runterfallen, das ist mir schon klar. Ah, so, ne? Ja, schön. So, dann kannst du dahin. Genau, dann muss man wahrscheinlich verbinden. Ja. Das ziehen kann ich auch. Schön. Ich finde auch gut, dass man das noch angezeigt kriegt. So, und jetzt müsste doch eigentlich, wenn ich das jetzt fallen lasse. Ja. Yes. Schön. Klasse. Golden Level. Dann wollen wir nochmal. Was ist mit mir passiert? Ich weiß es nicht. Kann ich aber nicht ziehen, sondern muss ich das machen. Okay, da kann ich mich fallen lassen. Das geht. Da haben wir den schon mal. Ach, gut. Okay, das war jetzt wieder natürlich total kompliziert gedacht. Ich hab's. Schön. So, runter. Verbinden. So, zielen. Einfach greifen. Und Level beenden. Yes! Schön. War das damit die erste Welt? Wohl noch.
auch nicht. So, was kann ich denn hier Schönes machen? Okay, das war wahrscheinlich gar nicht schlecht gedacht. Wenn auch jetzt mit absolut Dusel. So, haben wir auch. So, die Kurse. Ja, den müssen wir. Wo machen können wir den Punkt daraus greifen? Nein, den können wir nicht greifen. Aber wir können den so greifen. Zack. Halt! Ups, Entschuldigung. Ich hab was vergessen. Wir nehmen das mal mit. Den runter. Aber mit Sicherheit wieder so ein bisschen Schmackes. Ich glaube, das ist gar nicht so falsch gedacht. Da muss ich dich runter. Das war weit genug. Erstmal hier das Ding abräumen. So, dann wollen wir mal gucken. So, dann müssen wir jetzt nach unten. Ja. Genau. Dahin fangen lassen und Level Bane. Yes. Schön. So, wie viel Level hat eine Welt? 12 oder so? Was muss ich jetzt machen? Okay. Green stretches longer. Okay, Green zieht länger. Ah. So geht das. Verstanden. Das ist alles noch Tutorial, ne? Das kriegen wir hin. Fallen lassen. Klar. Logisch. Das ist ja jetzt nicht das schwerste Puzzle. Aber es ist immer noch Welt 1. Welt 1 ist auch schon dann lang. So. So. Was ist das andere? Achso, und das geht nicht. Ha, ha, ha.
Tja. Ich würde sagen, bis hier ist es alles ganz gut. Irgendwas fehlt mir als Idee. Hier komme ich doch nicht weiter. Ne? So, das ist bis dahin alles okay. Ganz einfach rein. Oh. Ja, wenn das Einfachste einfach zu nah liegt. So, was haben wir hier Schönes? Da können wir den Ditchen, den können wir auch so nicht nehmen. Da können wir den so. Das bringt mir wahrscheinlich nicht so viel. So. Da holen. Okay, so, wo ist der andere denn? Der ist da. Tja. Das bringt mir ja eine Menge. Da kann man den da klappen. Nee, wieso nicht? Also das ist klar. Dem so und dann auch mal gehen. Das ist auch richtig. Naja, siehst du, das geht nämlich noch nicht. Nee. Grün kannst du gar nicht. Tot gehen. Kann ich den Level beenden, ja. Lass mich raten. Spikes darf ich natürlich nicht rein. Ja, war klar. Gut, dann würde ich aber sagen, dann habt ihr jetzt mal ein bisschen genug von Saito gesehen. Absolut nettes Puzzle-Game. Ganz klare Indie-Empfehlung von mir. Ja, ich habe noch ein paar vor. Noch ein paar andere Indies zu zeigen, das werde ich tun. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist ein schönes Puzzle-Game. Ich muss mal gucken. Ich werde mir das mit Sicherheit mal angucken, weil ich habe noch nicht so begriffen, wie man da hinten kommt, aber das geht sicherlich auch. Ja, dann wird er ganz traurig. Ich hoffe, ihr nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.